Also ich freue mich sehr, mit dieser Fraktion zusammenarbeiten zu können. Wir haben 29 tolle Abgeordnete und ich freue mich sehr natürlich auf die Auseinandersetzung mit den anderen Fraktionen im Landtag und dass wir grüne Politik gemeinsam umsetzen können. Wir Grünen sind natürlich eine Umweltpartei, deswegen wird der Klimaschutz, die Umweltpolitik, der Freiflächenschutz ein Kernthema für Grüne sein, aber auch das Thema soziale Gerechtigkeit und Gerechtigkeit für Teilhabechancen, für Bildungsgerechtigkeit und starke Städte und auch ein starkes Nordrhein-Westfalen werden wir Grüne weiter massiv fördern. Wir haben ja eine sehr erfolgreiche Haushaltspolitik. Die Neuverschuldung ist massiv zurückgegangen. Trotzdem haben wir Studiengebühren abgeschafft, die Kita-Gebühren reduziert und viel Geld in Schule, in Klimaschutz investiert. Und wir haben ein Rettungspaket für die Städte und Gemeinden aufgelegt, denn wir wollen leistungsfähige Städte und Gemeinden, wo es Schwimmbäder gibt, vernünftige Schulen und eben auch Kultureinrichtungen. In Nordrhein-Westfalen sind viele hunderttausend Arbeitsplätze weggefallen. Also man geht von bis zu 2 Millionen Arbeitsplätzen aus, die weggefallen sind. Das führt einerseits dazu, dass Infrastrukturinvestitionen nicht mehr möglich waren und auch die Städte, also meine Heimatstadt beispielsweise Essen, ist sozial tief gespalten. Auf der einen Seite gibt es durchaus sehr reiche Leute, die dort wohnen und auf der anderen Seite gibt es welche, die eben ganz wenig Chancen haben und das müssen wir überwinden. Ich bin zur Politik gekommen aus dem tiefen Gefühl, Streben nach Gerechtigkeit. Mein Vater kommt aus dem Iran, wo beispielsweise Pressefreiheit oder auch eine vernünftige Gerichtsbarkeit nicht selbstverständlich sind. Und deswegen sind mir diese Punkte sehr wichtig. Und in Deutschland ist beispielsweise mir sehr wichtig, dass der Zugang zu Bildungschancen und gleiche Chancen für alle vorhanden sind. Und dafür kämpfe ich in diesem Land.